Und damit willkommen zurück hier bei DSP. Lalalala. Okay, hier läuft alles soweit. Gut. Ja. Jetzt können wir ja mal schauen. Nee, ich habe keine Foundations dabei, ne? Supi. Dun, dun, dun. Dann holen wir halt. So. Ich glaube, das war jetzt tatsächlich mal die falsche Richtung. Von das auch noch ein ordentlicher Streifen. Also praktisch Mikrochips plus. Okay, zwischen Mikrochips und Motoren. Das muss ich mir mal merken. Zwischen den Mikrochips und den Motoren ist das da hier alles, ne? Ist ja auch, denke ich, ganz einfach zu merken. Vor allem jetzt ärgere ich dann die Stahlproduktion. Aber hier ist das Band wieder voll. Da ist es genau. So. Machen wir jetzt vor allem das Unwichtige, ne? Naja. Ist genauso wichtig, hier diesen Planeten hier zu betonisieren. Betonisieren? Schwierig. Ich glaube aber nicht, dass das langt mit 1,5. Ionen, Soul Pile. Oh, könnte vielleicht lang. Also mit Glück, was Soul Pile angeht. Was den Beton angeht, glaube ich nicht, dass das bisschen, was ich da mitgenommen habe, langt. Aber das wäre ja relativ schnell zu holen, ne? So, bin nur am Überlegen, soll ich mir hier vielleicht noch mal ein Fleckchen lassen mit Wasser? Ja, ich sollte schneller überlegen, ne? Wenn es weg ist, ist es weg, dann habe ich ein Problem. Aber ich glaube, das langt, was wir an Wasser haben. Hoffe ich. Ich weiß nämlich nicht, ob man die nochmal wegbekommt. Dann lassen wir hier mal vorsichtig. So, das aber. Das ist im Weg. Okay. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich noch irgendwo was habe. Aber ich glaube, da dürfte es jetzt schlecht aussehen. Oh, da haben wir nochmal. So viel zu dem Thema, es dürfte schlecht aussehen. Krieg hier nur kein schönes Fleckchen jetzt rein. Ne? Als ob das das Wichtigste wäre, ne? Ach, das wird lang. Wir haben noch den zweiten Planeten. Dann holen wir uns darüber Wasser, falls es wirklich nicht lang sollte. Das eine Produkt mehr können wir ja noch durchs All schießen, ne? Ach, dann war nochmal. Ganz konsequent. Lalalala. So, jetzt haben wir kein Beton mehr. Das sind die Mikrochips. Sehr schön. Die werden sich wahrscheinlich auch nicht mehr regenerieren, die Akkus da, hm? Sind wir so schlecht dran mit Strom? Geht eigentlich. Also wir bräuchten es jetzt nicht mehr, das Laden. Das ist sehr schön. Also gut, wir forschen aber auch wieder nicht, ne? Ah, Forschung, genau, da war ja was. Wollte ich ja auch noch durchschauen, was es da noch nette Sachen gibt. Vielleicht finden wir ja da noch mal was Energiespar. Achso, ja, das habe ich das letzte Mal gesagt. Das war so lustig.
eine energiesparende Methode, in irgendeine der Ressourcen anzukommen, die wir benötigen. Und haben wir es geschafft? Haben wir diesen Planeten jetzt tatsächlich zu betoniert? Eine karge Betonwüste daraus geschaffen? Da ist noch was. Also ich achte da auf die Minimap, da sieht man es am einfachsten noch. So, jetzt haben wir aber die letzten Wasserreserven hier weggenommen. Beziehungsweise so sieht man es, glaube ich, noch einfacher. Oh, schaut euch das an, das sieht doch richtig geil aus. Schick, 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 schick. Da wird geschossen wie blöde. Also Solar Sails haben wir. Perfekt. Dann würde ich sagen, landen wir mal. Haben wir ein bisschen was zum Energieverbrennen dabei. Nicht viel. Forschung. Perfekt. Ja, okay. Die Richtung passt mal. Da müsste es genau sein. Unsere Eigenenergieproduktion. Danke. Dann bringen wir mal die ganzen Fundamente zurück. Dann mal natürlich in die Richtung fliegen. So. Bitte schön, das da. Und sonst. Ich glaube, die haben wir ja schon Stufe 3 geupgradet, ne? Die Fabriken dort hinten. Vielleicht nicht ganz übertreiben. So. Wir werden sehen. Achso, ja, jetzt gucke ich erstmal da hinten hin. Jetzt gucke ich erstmal da hinten. Hier läuft nach wie vor alles irgendwo seinen Weg. Das Hydrogen ist am Fließen. Das ist das Wichtigste von allem. Da hinten kommt das Leichtöl nicht an. Klar, wir verbrauchen ja hier jetzt auch nach wie vor. Alles ganz gut. Salzsäure wird abgearbeitet. Auch schön zu sehen. Der Strang arbeitet eher gegenüber dem. Hier haben wir noch ein bisschen blauen Kram drin. Lustig ist, dass wir hier zwischen irgendwo, da ist aber blau und dann kommen wir ins Grüne rein. Lustig. Lustig, tralalala. Na? Warum geht das jetzt gerade nicht? Hab ich keine Förderbänder mehr? Doch, ich hab da blaue Förderbänder. Au! Au, wie? Ja, gut. Und natürlich blöd, wenn das hier nicht mehr geht. Hier mal genauso. Wie wir die ganzen blauen, grünen Dinger wegkriegen. Hier habe ich noch gesehen gerade. Oh. Ja, wenn es halt so dazwischen ist. Ich finde es immer blöd. Klar, es wird jetzt nicht so einen großen. Moment mal, war da gerade Titan aus? Wir haben einen Titanmangel. Aha, wir haben eine Aufgabe. Wir müssen zum Titanmond fliegen wegen Titan. Ja, hier ist es. Passt das. Ihr seid halt einfach nur ultra langsam, ne? Okay. Seid ihr relevant? Ihr werdet für irgendwas gebraucht. Grüne Motoren. Okay. Ich meine, ich finde sowas nicht schlecht, dass jetzt hier irgendwo ein Mangel ist, ne? Ich meine, das ist das Einzige, was ich an dem Spiel nach wie vor noch so ein bisschen
sagen muss, was heißt stört, aber ich habe mir einfach gedacht, so von Anfang an, oh, pass auf, da wirst du, je mehr du dem Ende entgegenkommst, immer mehr Probleme mit Ressourcen haben, aber so ganz ist es ja nicht. Finde ich ein bisschen schade, muss ich offen ehrlich zugeben. Das dürfte in der Hinsicht schon etwas knackiger sein. Ich meine, dass hier Stromproblem ist, selber schuld, wenn man alles auf einen Planeten machen möchte. Ganz klarer Fall. So, woran mangelt es? Es mangelt natürlich jetzt hier an den Magneten. Ja, wer hätte es denn gedacht? Ich bin jetzt gerade nur verwirrt, warum ich die Magnete hier anfrage. Hä? Die brauche ich, die biete ich an. So. Warum biete ich die hier an? Wo kommen die denn raus? Okay. Und hier, ja, lass mich raten, das wird dran liegen, ne? Kaum welche da. Okay, wir müssen so oder so nochmal auf dem Titan. Das ist ja jetzt gar kein Problem. Dann schnappen wir uns Förderbänder. Und Sorte habe ich. Glaube, ich habe das letzte Mal schon fast festgestellt, ne? Das war ein kleineres Ressourcenproblemchen da oben haben. Meine haben wir noch. Ich meine, sollte ja relativ gut aussehen. Wir nehmen sicherheitsweise hier nochmal die Energie mit. Gut. Nee, also das dürfte natürlich hier bei dem Spiel schon etwas mehr sein, das Problem der Ressourcen, weil ist halt schon ein bisschen overpowered, ne? Mir langen hier die zwei Planeten in meinem Startsystem und gut ist. Klar, gut, das Öl jetzt natürlich von außerhalb, weil ich es einfach nicht mehr auf dem Heimatplanet haben möchte. Aber diese Ressourcenprobleme, nichts dagegen, wenn die etwas härter wären. So, kann ich hier durchswitchen? Das wäre irgendwie cool. Okay. So. Und landen. Also gut. Könnte natürlich aber auch noch ein Stromproblem sein hier. Fällt man gerade so ein. Ich glaube, das haben wir nicht. Nö, daran liegt schon mal nicht. Hier geht gar nichts mehr. Weil. Wieso ist. Das dürfte gar nicht dabei sein. Wie zur Hölle kommt das zustande? Okay. Hydrogen. Stoff. Und der hier hat gar keinen Ausgangsfilter. Setfilter. Habe ich das hier auch? Also. Nee, doch, der Filter ist gesetzt. Nee, dann wäre ja da ein. Doch, das Zeichen ist doch da. Ja. Hier ist ein. Kleiner Fehler. Pass mal auf. Na.
Ist es unsauberes Arbeiten gewesen oder? Hier sind zwei. Es müssen immer zwei Filter ja sein auf einer Seite. Haben wir doch gleich. Zwei. Warte mal, das müsste theoretisch. Der Strang gewesen sein. Ne, kannst da raus und dahin fahren und dann dahin fahren. Das ist natürlich wieder ärgerlich. Cabo. Echt mal. So. Das heißt, wie mache ich das jetzt am blödsten? Wir machen da einfach mal ganz kurz eine Kiste hin. Hallo? Setze das so. Und das darfst du wegmachen. So. Und hier dasselbe. Das Hydrogen sollte ja verarbeitet werden. Ach Mist, Verbrenner habe ich vergessen mitzunehmen, ne? Kraftwerke. Das ist blöd. Das Schöne ist, sie werden da ja nicht automatisch reingefriemelt, weil es theoretisch ja auch gar nicht möglich ist. Als Eingang, also von daher. Und jetzt kein. Ja, das ist natürlich interessant. Ja gut, aber das haben wir ja ausgerechnet, es wird etwas mehr Hydrogen. Jetzt ist die Frage, will ich mir hier nochmal zwei Filter hinmachen, wo ich dann das Graphit im Falle eines Falles raushol. Mein sicherer wäre es, ne? Und was kostet es, außer hier jetzt noch ein Band hinzusetzen? Was nervig ist, ich weiß. Also nervig für mich. So. So, Filter. Genauso. Gehen. Dahin. Bitte dahin. Das Ganze innen. Loop führt dort unten rein. Da geht gar nichts mehr. Ich glaube, wir müssen gleich zurück und Kraftwerke holen, sonst haben wir für hier oben definitiv ein Problem. So. Nein! Los nicht. Naja, gut, das eine Hydrogen, das kann jetzt. Achso, das wird ja dann so oder so da. Okay, passt. Ist in Ordnung. Dann können wir das da vorne wieder abreißen. Hier an der Stelle. Sollte gehen. Nee, das war schon richtig. Ne? Jetzt eh nicht mehr so viel Hydrogen übrig haben. Theoretisch. Weil wir ja eh zu wenig produzieren hier. Gut. Dann machen wir hier einfach nochmal so ein
Hier geht's bitte rein, Kiste. Ach, nochmal dahin. Nur so im Strom. Scheint es jetzt auch nicht, aber auch egal. Einmal so, einmal so. Hier kriegst du sonst Hydrogen. Und dann bitte. Hier, so. Damit lösen wir natürlich jetzt nach wie vor noch nicht das große Problem, ne? So. Hätten einen Flüssigkeitstank hinmachen können, klar. Aber nö. Also gut, dann holen wir gerade mal Kraftwerke. Ich hoffe, Kraftwerke werden mittlerweile automatisch produziert. Ich bin mir da jetzt gar nicht mehr sicher. Na? Also gut, wenn ich so bin, hast du keinen. Boah. Also nur weil jetzt die Dyson-Sphäre im Weg ist. Kein Warp oder was? Aber zu nah am Planeten. Das hatten wir ja schon das letzte Mal. Dass sie dann zu nah am Gasriesen war. Deswegen ging es nicht. So. Oh. Na, supi. Genau da wollten wir doch hin. Und guckt mal an, was wir da haben. Kraftwerke. Das sind wahrscheinlich viel zu viele Kraftwerke sein, aber. Okidoki. Und haben wir noch? Passt. Perfekt. Partikelkordileider. Und zurück. So. Witz. Nee, stopp, halt, stopp, 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 stopp. Falsche Richtung, falsche Richtung. Ich muss natürlich da lang. Da ist der Titan, ne? Hinter der Dyson-Sphäre. Und. Ui. Also, das klappt auch immer besser. Also, Eisen haben wir ja mal rein theoretisch mehr als genug. Das ist schön. Du supplies das Ganze auch schön. Okay, ist es jetzt ein Demand-Fehler da unten oder muss ich einfach meine ganze Eisenproduktion nochmal überdenken? Jetzt bleibt man erstmal hier. Ganz kurz. Ja, Foundations wären vielleicht nicht schlecht gewesen. Kann ich so viele gerade basteln? Wenn, müsste ich sie hier basteln. 17 Stück. Ja gut, wenn nicht, man ist ja schnell nach Hause geflogen, respektive, dann würde ich jetzt eher das Eisen machen, dann halt das da hier, dann würde ich dann in den Folgen schnell dazwischen mal heimfliegen. Ja, wobei, so weit ist das ja jetzt nicht, ne? Zu viel. Jede Diskussion dauert da länger an. Wie der Flug da, ne? So. Jetzt aber. Ah! Ich müsste ja eigentlich nur, nicht nur eigentlich, ich muss ja nur schauen, dass in meinem Radar nichts drin ist und dann kann ich warpen, ne? Zack. Das Spiel weiß zumindest, wo ich hin will. Das ist sehr schön. Und nach der Forschung habe ich jetzt über nicht geguckt. Das ist auch gut. So, nehmen wir mal genügend mit. Dann gleich einen ganzen Mars. Mars. Titan. Zu meinen. Na komm, flieg hoch. Das ist, wenn man halt die Dyson-Sphäre hier noch so ein bisschen begutachten will, ne? So. Geht nicht, geht nicht. Jetzt müsste es gehen. Genau. Super. Und. Schwupp.
haben ja genügend Materialien dabei. Gut, 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 gut. So. Jetzt ist die Frage, was man zuerst. Also, was ist hier am Titan am Mangeln? Relativ einfach. Wir bekommen relativ wenig Titan zugeliefert. Das ist blöd, ne? Das wundert mich, dass wir hier noch so lange damit klargekommen sind mit diesem Mini-Ding da. Finde ich ganz cool. Das meine ich ja. Also da dürfte es schon etwas knackiger werden. Ne? Also ganz ehrlich. Ja, ein Witz. So. Titanium. Oh, wir Local, wir fragen auch mal an von überall. Nicht wahr? Und geben es jetzt. Ab. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht so ganz erwischt. So. Setzen wir gleich die ganzen Filter. Wäre doch gelacht. Titan. Titanium. Titanium. Dann brauchst du natürlich einmal Stromium. So. Dann brauchen wir hier rein. Na komm. Das ist das Einzige, was. So. So, jetzt hoffe ich, dass ich natürlich mit dem hier. Na. Okay, ich hab's verstanden. Du willst das auf die komplizierte Art. Also, so jetzt. Okay, dann hätten wir das geschafft. So. Denke nicht, dass wir das da hier beschleunigen müssten, das Band, oder? Ne, da wird schon leerer. Gut. Nicht witzig. Das erinnert mich halt immer wieder an diesen blöden Spruch. Lehrer kommt ja auch von leer, weil es. Nein, Lehrer wird ja auch mit Doppel-E geschrieben, weil es kommt ja von leer. Und der Typ, der hat das so geil rübergebracht, dass man sich wirklich fragen musste, ob er wirklich davon überzeugt ist. Und seit der Zeit, jedes Mal, wenn ich leer, muss ich einfach daran denken. Ja. Blöder Witz. Eigentlich ein cooler Witz, aber egal. Situationsbedingt. Kann man eigentlich diesen blöden Pfeil da mal wegmachen? Der nervt mich. So. So schön, dass ich weiß, wo dann mein Planet ist, aber. Ja, das hat ja mal super geklappt. Okay, so geht das auch. Dann sagen wir mal die Veins. Ja, so viel ist es nicht mehr. Okay. Okay, 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 okay. Dann würde ich jetzt allerdings hier an dieser Stelle wieder Schluss machen für heute. Wir sind nämlich schon wieder am Ende einer Folge angekommen und dann kümmern wir uns um das. Naja, um die zwei haupteigentlichen Probleme das nächste Mal. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.